Ja, lieber Ron, liebe Gabi, ich starte einfach mal los, ja. Wir sind hier im Herzkatheter 3, da wo wir normal leidenschaftlich implantieren. Wir haben uns dieses Jahr so ein bisschen umentschieden. Ich werde Ihnen gleich im Vortrag noch erklären, warum und wieso. Ich möchte trotzdem die Kolleginnen vorstellen, die mich hier sonst auch ertragen müssen. Das ist einmal die Schwester Phyllis und die Schwester Samantha, die den Patienten hier total liebevoll schon aufgelegt haben. Etwas atypisch, dass er jetzt hier im Herzkatheter liegt, werde ich Ihnen gleich erklären. Ich würde jetzt einfach mal starten mit dem Vortrag, wenn man mir den gibt, genau. Ihr könnt mich jetzt hören, ja? Ja. Gut. Also wie gesagt, wir haben es so ein bisschen aus Zeitgründen und auch aus Gründen der Redundanz geändert, weil wir Ihnen schon zweimal eine Implantation gezeigt haben. Und ich werde Ihnen gleich erklären, dass sich eigentlich nichts geändert hat, auch nicht mit dem Micra-AV. Stattdessen haben wir das Ganze ein bisschen ausgeweitet auf die Frage, ist die Leadless-Therapie nicht insgesamt auf dem Vormarsch? Und deswegen möchte ich, nachdem ich Ihnen meinen Interessenkonflikt hier gezeigt habe, auch ganz kurz nach der Agenda auf den subkutanen Defi eingehen. Sie sehen hier, ich werde halt ganz kurz was zur Leadless-Therapie, Historie, Studienlage sagen, erkläre Ihnen dann was zu Micra-AV und vor allem zu unseren ersten Erfahrungen und werde Ihnen dann am Patienten einmal versuchen, vielleicht so die einige Pitfalls der Programmierung des Micra zu zeigen. Ganz kurz eingeschoben, auch damit sich das beim Sören gleich so ein bisschen entspannt, ist der subkutane ICD, weil es da im letzten Jahr, finde ich, eine bahnbrechende Studie gab, veröffentlicht im New England Journal, wo es erste Mal eigentlich ein prospektiver, randomisierter Head-to-Head-Vergleich vom subkutanen ICD zum DeFi oder zum transvenösen System gemacht wurde, mit einer Non-Inferiority-Studie mit immerhin 850 Patienten im langen Follow-up. Und das will ich Ihnen kurz zeigen, was rauskam am Ende. Letztendlich die Aussage, dass der subkutane ICD dem transvenösen System nicht unterlegen ist. In puncto Komplikationen, inappropriate Therapie, Infektionen. Ich glaube, das ist für uns alle, die wir uns mit dem Subkutanen auch beschäftigen, wirklich eine wichtige Aussage, der das Gerät auch so ein bisschen aus seiner Nischenposition herausholen kann. Das andere Gerät, was sicherlich immer mehr eine Nische verlässt, ist der Micra. Sie sehen hier einmal kurz die Zeitreise nochmal der Schrittmacher-Implantation, begonnen 1958, dann 2013 mit dem ersten intrakardial implantierbaren Device und jetzt 2020 dem ersten, in Anführungsstrichen muss man sagen, Zweikammersystem, was ein etwas abgekapseltes VDD-System ist. Das werde ich Ihnen auch gleich noch zeigen. Sie sehen, dass wir trotzdem mittlerweile auch von diesem Device weltweit 5000 Implantationen haben, davon 1800 in Europa. Wir haben hier in Vincennes schon über 35 implantiert, sind also vorne mit dabei. Das hier ist ein Slide, was ich Ihnen nur ganz kurz zeigen will, nicht um Sie zu verwirren, sondern um Ihnen eigentlich nur klarzumachen, es hat sich nichts geändert. Das heißt, der Micra AV ist eigentlich derselbe wie der Micra VR, den wir Ihnen jetzt schon öfter gezeigt haben. Es ist außen das völlig gleiche Gerät, es hat eine etwas veränderte Software und eine veränderte innere Hardware. Das ist der Grund, dass Sie auch das Gerät jetzt nicht einfach umprogrammieren können. Also Sie können aus einem Micra VR, der implantiert ist, nicht dauerhaft ein AV-Gerät machen. Das Herzstück dieser neuen Technik ist eigentlich der Akzelerometer. Das ist dieser Drei-Achsen-Akzelerometer, den wir auch aus dem ersten Device kennen, der zur Steuerung des R-Modus benutzt wird und jetzt zusätzlich aber auch die atriale Kontraktion wahrnimmt. Und das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht. Sie sehen oben das EKG, darunter die typischen Herztöne und darunter jetzt die Kurven, die dieses Gerät als Kontraktionen aus dem Vorhof wahrnimmt. Und eigentlich sind diese Fenster oder Phasen, die hier beschrieben werden, A1 ist Beginn der Systole, A2 ist das Ende der Systole, A3 ist das, was wir aus dem Echo als E-Welle kennen und A4 ist quasi die A-Welle. Wenn man sich das so ein bisschen klar macht, glaube ich, dann wird auch später bei der Programmierung logisch, wo man darauf achten muss. Der Trick ist eigentlich, dass man die ersten beiden A's ausblendet, also A1 und A2 werden komplett geblankt. A3 möchte das Gerät zwar sehen, aber nicht verwenden. Und A4 ist dann letztendlich das, worum es geht, weil das wirklich die mechanische Kontraktion des Vorhofs ist, aufgrund der dann im Ventrikel stimuliert wird. Sie werden sich, wenn Sie das Gerät abfragen, und da wollten wir jetzt heute den Fokus drauf legen, an eine neue Programmeroberfläche gewöhnen müssen. Sie haben neue Marker. VE ist das Ende dieser eben schon gesagten PWAP-Phase, wenn Sie so wollen, also der Ausblendphase. AM zeigt Ihnen, okay, es hat hier wirklich ein Sensing des atrialen Kontraktions stattgefunden. Und es gibt neue Algorithmen. Ich will Sie damit jetzt wirklich nicht überfrachten, aber ich glaube, es ist gut, das einmal gehört zu haben. Es gibt einen Conduction-Mode-Switch-Algorithmus. Das ist nichts anderes wie das, was Sie vom MVP kennen. Das heißt, das Gerät guckt, wenn eine eigene Überleitung da ist, also bei paroxysmalen AV-Blockierungen, dann stellt es sich zurück in VVI 40 und lässt quasi erstmal alles zu bis zu langen AV-Blöcken.
Der Smoothing-Algorithmus ist der zweite Algorithmus, der ist genau dafür da, dass wenn mal eine atriale Kontraktion nicht erkannt wird, also kein Signal ist, dass trotzdem vernünftig weiter stimuliert wird. Und das dritte ist dann der Mode-Switch-Algorithmus, der ist eigentlich nichts anderes, wie das, wenn ein Patient sehr aktiv ist und das Gerät merkt, es geht aber die Herzfrequenz nicht hoch, dann schaltet er ein VVIR und steigert damit die Herzfrequenz. Also in dem Moment switcht er quasi und schaltet die AV-Synchronität weg und geht in ein reines VVI-System. Studien ist auch immer ein großes Thema bei neuen Geräten. Möchte ich Sie jetzt auch nicht zu sehr mit belasten. Es gibt letztendlich drei große Studien oder Register. Die Zulassungsstudie, die IDE-Studie, dann das Micro-Registry und die Micro-Acute-Performance-Register-Analyse. Das sind immerhin 3200 Patienten, die jetzt in einem Follow-up von 3 Jahren in diesem Setting nachbetreut und ausgewertet werden. Wir selber können jetzt, Herr Sinning hat es Ihnen heute Morgen gezeigt, auf über 200 Patienten zurückgucken mit einem Follow-up bis zu 4,5 Jahren, werten das auch immer wieder aus und auch hoffentlich weiterhin. Ein Knackpunkt oder ein Kernpunkt, glaube ich, der rauskam bei diesen Studien oder Registern, ist letztendlich ja die Komplikationsrate. Und Sie sehen das hier ganz schön in Gelb dargestellt, ein Schrittmacher kollektiv transvenös, VVI-Schrittmacher. Darunter dann die schwarze Linie ist das der Zulassungsstudie und darunter dann die ersten Registerdaten. Und was Sie eigentlich sehen, ist, dass mit der zunehmenden Zeit, also auch wahrscheinlich der Lernkurve der Implanteure, die Risikoreduktion mittlerweile bei 63% ist. Davon geht ein ganz großer Teil, 82%, wie Sie sehen können, auf die Systemrevision. Was Sinn macht, weil Sie werden ein Mikrasystem nicht so schnell revidieren wie eine Ventrikelsonde, die vielleicht schlechte Messwerte hat. Aber ich glaube, es sind schon imponierende Daten, die zeigen, dass hier wirklich was passiert ist. Also wir haben eine sehr niedrige Komplikationsrate und vor allem fast keine Komplikationen mehr im Langzeitverlauf, wenn das Gerät einmal erfolgreich implantiert ist. Das sehen Sie auch nochmal hier im Blau dargestellt, geht es um Komplikationen bei transvenösen Systemen, dann daneben gestellt in Grün, alles das, was mit dem Mikra zu tun hat. Sie sehen auch hier das Vincenz, wir sind ungefähr bei 1,4. Das spiegelt sich im Moment so wieder, dass das ist, was nach einer Lernkurve sich einpendelt. Und das Wichtige, glaube ich, dass dieses Device wirklich gut auch in infektiösen Patienten, sage ich jetzt mal, oder Patienten mit vorangegangenen Infektionen gut zu handhaben ist, weil es bisher keine Infektionen gab in den ersten 5 Jahren oder keine Infektionen, die zur Explantation führten. Ein Wort noch zum Mikra-AV, wenn wir über Studien reden, ist die MARVEL-2-Studie. Was hat man hier gemacht? Da hat man das gemacht, was ich Ihnen eben gesagt habe, was nicht geht. Man hat für kurze Zeit die Mikra-VR-Systeme in AV umgewandelt. Also das geht für kurze Zeit, länger geht das aufgrund der Hardware nicht. Und hat dann geguckt oder hat das verglichen, ob ich mit diesem neuen Algorithmus wirklich eine AV-Synchronität hinbekomme. Und es überrascht einen nicht, dass Sie beim VVI-System eigentlich keine AV-Synchronität haben, weil das ist, wenn, purer Zufall und Glück. Mit diesem VDD-System haben Sie aber immerhin eine AV-Synchronität größer 70% bei 95% der Patienten erreicht. Das heißt, man sieht hier schon, dass es funktioniert. Man sieht aber auch, dass da noch eine Lücke ist. Und das wiederum hat dann großen Einfluss, denke ich, auf die Patientenauswahl. Das ist das, was ich Ihnen gesagt hatte. Wir gucken jetzt hier mittlerweile auf ein Mikra-Kollektiv von mehr als 200 Patienten zurück. Und Sie sehen hier mal unsere eigenen Erfahrungen. Die obere schwarze Linie ist wieder die Linie der Studiendaten, die ich Ihnen da mal drüber gelegt habe. Die graue Linie über immerhin 48 Monate sind unsere VR-Systeme. Und darunter jetzt die ersten Erfahrungen auch mit dem Mikra-AV, den wir letztes Jahr im Juli das erste Mal eingesetzt haben. Und Sie sehen, das sieht sehr kongruent aus. Das heißt, die Reitschwellen bleiben auch hier stabil. Ähnlich wie wir das von dem alten System kennen, selbes für Sensing und Impedanz. Das heißt, wir haben hier wirklich stabile elektrische Messwerte über die Zeit. Und dann kommt die nächste Gretchenfrage, wie sieht es denn mit der Batterielaufzeit aus? Und auch das haben wir uns bei unseren Patienten mal angeguckt. Wir haben das aufgesplittert. Sie sehen hier noch die Kohorte mit 143 Patienten, davon aber immerhin 63 mit Zustand nach AV-Knotenablation. Das heißt, einem extrem hohen Stimulationsanteil. Und wenn wir das jetzt überblicken nach der ersten Zeit von bis zu 4 Jahren, haben wir eine hochgerechnete Batterielaufzeit im Gesamtkollektiv von 13,2 Jahren und in dieser Gruppe der Patienten mit AV-Knotenablation immerhin noch 12,2. Ich glaube, das stimmt uns alle extrem optimistisch, weil wir hier sehen, dass eigentlich das, was versprochen wurde, diese 10 Jahre noch deutlich übertroffen wurde und das Gerät da wirklich sicher ist. Wir haben mal versucht, das zusammenzufassen, auch für unsere eigenen Gedankengänge. Wann nehme ich jetzt welches Gerät? Das ist nicht ganz einfach. Ich werde da jetzt aus Zeitgründen auch nicht mit Ihnen komplett durchgehen.
Sie sehen nur in grün mal die Argumente für ein Mikra, die man haben kann. Natürlich gibt es auch immer Argumente dagegen. Das sind bei Mikra AV natürlich gerade dann, wenn der Patient noch sehr aktiv ist. Wenn ich auf jeden Fall eine AV-Synchronität auch erhalten will, dann sollte ich mir das überlegen, aufgrund dessen, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Aber mit diesem Flowchart können wir uns eigentlich selber ganz gut durchhangeln und können das letztendlich auch zum Rechtfertigen von Nachfragen ganz gut benutzen. Patientenselektion. Es gibt noch nicht viel, was uns mit an die Hand gegeben wird. Wir wissen, dass man im Echo sicherlich gucken kann, wie die Vorhofkontraktion ist, weil das halt eine mechanische Kontraktion ist, die hier abgegriffen wird. Wir sollten es nicht implantieren bei Patienten mit vielen Extrasystolen oder die ein Sinusknotenproblem haben. Auch wenn der Sinusknoten zu schnell ist, ist es nicht unbedingt gut. Bypass-Patienten scheinen schlechter zu reagieren, was an der Kannulierung des rechten Vorhofs liegen könnte, vielleicht auch an der Ischämie. Die Device-Position, sprich ob septal oder apikal, dagegen hat keinen Einfluss. Dann kommen wir jetzt einmal zum Patientenbeispiel. Hier habe ich Ihnen mal mitgebracht, einfach nur einen Screenshot, wie das aussieht. Das zeige ich Ihnen auch gleich, wenn Sie den Patienten abfragen. Das ist das, worum es geht. Das ist AMVP, also letztendlich der Anteil der wirklich atrial rechtsventrikulär synchronen Stimulation. Und wir haben für uns, weil es wirklich einen auf den ersten Blick erschlägt, so einen Flowchart entwickelt, wie wir vorgehen. Das habe ich Ihnen jetzt mal hier vergrößert. Also im ersten gucken wir ganz normal, wie immer, auf die Messwerte, Batterie, irgendwelche Hinweise. Und dann ist die Gretchenfrage, ist der Patient AV-synchron oder nicht? Wenn er das zum großen Teil ist und alle zufrieden sind, ist man schnell fertig. Wenn nicht, muss man gucken, woran es liegt. Und da werde ich jetzt gleich mit Ihnen einmal kurz an den Patienten durchgehen. Ich hoffe, dass er das weiter so zeigt wie eben. Es gibt halt die Möglichkeit, entweder haben Sie ein Oversensing, das heißt, es wird irgendwas an Kontraktion wahrgenommen, was keine ist, oder aber Sie sehen die P-Welle, Sie sehen aber nicht diesen AM-Marker. Das heißt, irgendwie schafft es das Gerät nicht, diese Kontraktion zu verarbeiten. Und dann können Sie hier verschiedene Szenarien durchlaufen. Die gehe ich jetzt nicht alle mit Ihnen durch, keine Angst. Ich nehme gleich mal zwei Pass pro Toto raus, einfach, dass Sie so ein bisschen vielleicht die Angst vor der Programmierung verlieren. Das ist, glaube ich, noch wichtig, dass wenn wir uns die Stimulationsanteile angucken, kann man, wenn man sich wirklich reinfuchst, da Rückschlüsse ziehen. Sie können wirklich gucken, wenn der Patient nur ventrikulär stimuliert wurde, lag das vielleicht an einem dieser Algorithmen, die ich Ihnen eben gezeigt habe. Und was, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man sich immer klar machen muss, diese AMVP müssen Sie letztendlich hochrechnen auf die gesamte Zeit der ventrikulären Stimulation, um wirklich eine Aussage dazu treffen zu können. Lassen Sie mich soweit schon mal zusammenfassen. Ich glaube, dass die Leadless-Therapie sowohl im Schrittmacher- als auch im ICD-Bereich immer mehr in Richtung der Standardtherapie geht. Wir erschließen uns mit neuen Studiendaten wie für den SICD, aber auch mit neuer Technik wie beim Mikra natürlich immer neue Patientengruppen. Was aber auch klar ist, glaube ich, die Devices müssen sich gegen eine etablierte Therapie im klinischen Alltag beweisen. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt zeige und weshalb wir das Ganze hier auch heute umgeändert haben, dass die Patientenselektion und das Follow-up eigentlich immer mehr in den Vordergrund rückt bei Mikra, wohingegen die Implantation mittlerweile wirklich ein Routineeingriff ist. Und das ist das, was ich Ihnen jetzt zeigen würde. Das ist das Bild der ersten Implantation hier am 1.7., wo wir in Deutschland die ersten waren. Das haben Sie schon gesehen. Und ganz kurz zu unserem Patienten. Der Altmann hat mir auch gesagt, ich darf ihn mit Namen vorstellen. Wir haben beide kein Problem heute mit dem Relegationsspiel, weil ich bekennender Bayern-Fan bin. Herr Altmann ist ein Dortmunder Junge, wie er mir gesagt hat. Wir verstehen uns trotzdem hervorragend und drücken dem FC die Daumen. Und Herr Altmann kam irgendwann mit einer Kopfplatzwunde und hatte letztendlich einen AV-Block dritten Grades. Er ist dann, das machen wir bei den Patienten so, noch in die EPU gegangen, um nach der Sinusknotenfunktion zu gucken. Und wir haben uns dann entschieden, ihm das Mikra-Device einzubauen. Und ich möchte jetzt einmal switchen, vielleicht auf den Programmer. Wir haben das jetzt extra vorbereitet, damit wir nicht zu viel Zeit beim Abfragen verlieren. Und jetzt sehen Sie mal das, was ich sehe, wenn Sie den Kopf auflegen. Und Sie sehen hier die Marker. Ich versuche das mal mit dem Stift. Den sehen Sie leider jetzt. Doch, den sehen Sie auch. Hier sind die AM-Marker. Das heißt, er nimmt hier schon den Vorhof, der auch hier ist, eigentlich ganz schön wahr. Das läuft jetzt überraschenderweise auch extrem gut. Ich wollte Ihnen eigentlich zeigen, wie ich es verbessern kann. Ich gehe jetzt trotzdem mal. Also Sie sehen, auch hier ist schon die AM-VP-Rate ist sehr hoch mit 66%. Und jetzt zeige ich Ihnen aber mal, das, was passieren kann, ist hier zum Beispiel, dass er trotz dieses VNs sieht er hier kein atriales Signal. Und ich stelle jetzt mal zurück, da wo Sie das Ganze dann verstellen können. Und das ist das, was ich eben meinte. Auf den ersten Blick erschlägt Sie das. Aber es geht dann letztendlich hier um diesen Bereich, mit dem Sie spielen können. Das heißt, Sie können hier die Fensterbreite verändern. Und wenn ich das jetzt einfach mal mache und ich stelle das Fenster mal länger,
dann sehen Sie hoffentlich das, was eigentlich eben die ganze Zeit gut funktioniert hat, genau das. Sie sehen hier immer wieder einen Vorhof, ja, also hier, das ist die P-Welle. Sie sehen auch, dass das VE-Signal ist richtig. Es ist nur zu lang. Das heißt, es ist hinter dem Vorhof und dadurch kommt es jetzt hier zu einer Verschiebung und Sie sehen jetzt eigentlich das, was passiert ist. Der Patient ist jetzt nicht mehr synchron. Das heißt, Sie haben hier eine P-Welle und es wird jetzt eigentlich im VVI-Modus hier stimuliert. Und das war das, was ich Ihnen in den Entscheidungsbaum eben zeigen wollte. Wenn Sie das quasi haben, Sie sehen eine P-Welle, haben aber, wenn Sie so wollen, Undersensing. Das heißt, das Gerät nimmt diese Kontraktion der P-Welle nicht wahr. Gehen Sie als erstes her, verkürzen dieses Fenster auf zum Beispiel 650. Dadurch ziehen Sie das Ganze ja etwas zusammen. Ich programmiere das mal. Und Sie sehen dann eigentlich schon, dass es wieder gut funktionieren sollte. Wenn das alleine noch nicht reicht, kann man noch an der Reitschwelle spielen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal diesen Test. Das ist der manuale, atriale, mechanische Test. Da gehen Sie jetzt einfach drauf hier und es werden jetzt mal ein paar Zyklen aufgenommen. Und dann können Sie sich nämlich genau hinterher angucken, was passiert ist. Und was man jetzt hier einfach nochmal schön sieht, ist, hier ist der Ventrikelkomplex, ich fahre das mal ab. Hier hört diese Blanking-Phase auf. Sie sehen hier die P-Welle, die wird wunderbar wahrgenommen durch den AM-Marker und stimuliert im Ventrikel. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt trotzdem zeigen, auch wenn es am Anfang schon gut funktionierte, dass Sie mit dem Spielen dieser Fenster alleine schon extrem viel erreichen können. Das Zweite, was Sie dann hier verschieben können, ist noch dieser weiße Balken, weil Sie genau das nämlich hier erwischen wollen. Eigentlich wollen Sie dieses Signal hier bekommen, das A4, und da gehen Sie jetzt zurück auf Parameter und schieben quasi die Reitschwelle einfach runter. Ich mache das mal ganz schnell und dann zeige ich Ihnen jetzt noch einmal, was passiert ist. Wenn ich hier wieder drauf gehe, werden Sie sehen, dass das Bild jetzt noch schöner aussieht, weil Sie jetzt nämlich in diesem A4-Signal auch genau das A4 schneiden letztendlich mit dieser verminderten Reitschwelle. Also ich wollte Ihnen nur zeigen, dass auf den ersten Blick ist es wirklich erschlagend und ist gar nicht so wie der Micra, der ja sehr simpel zu programmieren ist. Aber wenn man sich einmal, glaube ich, reinliest, ist es durchaus machbar. Und ich glaube, mit diesem Flowchart, was wir da haben, kommt man durch die größten Probleme erstmal gut durch. Das wäre es erstmal von meiner Seite. Fragen dazu? Ja, Stefan hier von Gavi, direkt mal, eigentlich hätte ich ganz viele Fragen. Als erstes mal die Reizschwelle in der Angabe Meter pro Sekunde zum Quadrat, das verwirrt mich total. Ja, das hat was, das ist letztendlich, muss man sagen, wie ein Integral. Ich meine, du bist mathematisch da besser als ich. Aber das geht wirklich um diese Kurven, die ich da gerade in dem Mann-Test gezeigt habe, wo der auch die Fläche quasi über die Zeit mitnimmt. Ja, also besser kann ich es dir, glaube ich, jetzt in der Kürze nicht erklären. Und, okay, aber zu handhaben ist es, glaube ich, wirklich, dass man sich diese weiße Linie vor Augen führt. Und wenn du die runterfährst, sodass du diese A4-Kurve schneidest, ist das, glaube ich, das, woran man sich orientieren muss. Also ich glaube, wenn der erste Patient damit bei mir aufschlägt, dann komme ich bei dir mal zu einer Einzelfortbildungsstunde. Ja, das wenn ist ich ja dann das buchen könnte, ja, glaube, das natürlich ist immer gerne, Chris, dann trinken wir auch noch einen Kaffee. Aber das wollte ich eigentlich gerade damit sagen. Ich glaube, wenn man sich dieses Flowchart so ein bisschen nimmt, kann man relativ spielerisch sowas hier lösen. Es gibt auch Probleme, da muss man jetzt fair sein, die nicht ganz so einfach zu lösen sind. Und das ist das, was ich eben meinte. Man muss sich, glaube ich, bei aller Euphorie, ja, die ich selber auch habe, immer wieder bremsen und sagen, es ist ein sogar etwas schlechteres VDD-System noch. Also wir sind noch nicht so weit, dass es ein komplettes DDD-System ist. Der Herr Altmann ist wirklich einer der Vorzeigepatienten, wo es extrem gut funktioniert. Und deswegen ist die Patientenselektion, glaube ich, hier total wichtig, dass wir wirklich gucken, wie ist der Sinusknoten, wie aktiv ist der Patient, was braucht er wirklich. Ja, weil es ist die Vorstufe zum VDD, es ist die Vorstufe, glaube ich, zu einer Leadless-Therapie, die kommen wird. Aber es ist noch nicht ohne jede Tücke. Da muss man ganz ehrlich sein. Wenn ich noch eine zweite Frage stellen darf. Du hast bei der Indikation, hast du gesagt, oder bei der Kontraindikation als Echokriterium E kleiner a, glaube ich, 0,96 oder so. Grob, ist eine diastolische Funktionsstörung eine Kontraindikation dafür? Ich glaube, es geht dann wirklich darum, ob du siehst, und das könnte uns Herr Feske, glaube ich, noch besser zeigen, und das wollen wir auch noch machen, das hängt wahrscheinlich eher im Moment an mir, dass man wirklich sieht, dass der Vorhof mechanisch
gut kontrahiert oder wirklich intakt ist. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, weil es ein mechanisches und kein elektrisches Signal ist. Auch das ist ja neu, dass wir nichts Elektrisches abgreifen, sondern eine Mechanik. Das heißt, wenn du bei einer diastolischen Pumpfunktion sehen würdest, was aber dann ja schon viel würde, ist, dass du trotzdem gut zusammenziehenden Vorhof siehst, dann wäre es das nicht, aber wahrscheinlich, das ist ja selten. Von daher glaube ich, dass du das so sagen kannst. Keine absolute Kontraindikation, aber man sollte sich dann immer klar machen, dass gerade dann die AV-Synchronität eventuell nicht mehr gewährleistet sein wird im Verlauf. Okay. Der Quang hat auch noch eine Frage. Ja, hallo, Stefan, danke für den super Vortrag. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, genau. Ich habe eine kurze Frage zu dem Patientenselektion. Das ist ja ein VDD-Schrittmacher und der kann ja nicht im Vorhof stimulieren und wir müssen ja mal schauen, dass der Sinusknoten eigentlich noch gut funktioniert, weil er ja nicht stimulieren kann, der Mikra. Und deiner Erfahrung nach, gibt es da irgendwo eine Faustregel, wie schnell der Sinusknoten eigentlich, das sind ja klassischerweise V-Block-Patienten, wie soll der Sinusknoten eigentlich, eine Faustregel, wie viel pro Minute sollte der Sinusknoten sein? Wir machen ja auch dann bei den Patienten häufig eine EPO, um die Sinusknotenfunktionszeit, also Sinusknotenerholungszeit zu messen, um sicherzugehen, dass der doch gut funktioniert. Ne? Hast du da irgendwas so eine Faustregel, wie wir uns irgendwie merken können oder so? Ich glaube, das Wichtige ist, und da bin ich ja auch unter anderem deswegen froh, dass du hier bist, dass der Sinusknoten intakt ist. Ja, weil es gibt nichts Blöderes, wenn du so ein System einbaust und auf einmal ist der Sinusknoten nicht mehr da. Das ist das eine. Die sagen halt, das System funktioniert am besten zwischen 60 und 95. Weil über 95 wird es auch schwierig fürs Gerät. Das hatte ich Ihnen eben mit diesem VVI-Mode-Switch gezeigt, weil es dann umswitcht und halt nicht wie ein transvenöses Zweikammersystem-Gerät mitgehen kann bis 130. Also ich glaube, das ist so die grobe Richtschnur, die man geben kann. Und das, was wir, glaube ich, im Moment machen, dass wir bei dieser neuen Therapie das wirklich dezidiert aufarbeiten und du vorher eine EPU machst, ist, glaube ich, genau der richtige Weg. Und du bist im Advisory Board, wann kommt der, wo wir einen Vorhof stimulieren können? Ja, es wird gehofft, vermutet 2022, 2023, ja, dass erstmal der Vorhof Mikra quasi kommt und dann 3 Jahre später, so war die Timeline, dann irgendwo kommunizierende Systeme. Und deswegen sage ich ja, ich glaube, wir sind wirklich auf dem Weg da zu einer neuen Technologie und unterstützen die mit und müssen wahrscheinlich diese Fallstricke da mitnehmen. Aber so ist die Zeitlinie, ja. Die nächste Frage vom Dr. Blank. Hallo Stefan, Christoph hier, grüß dich. Hallo Christoph. Stefan, du hast diese beeindruckenden Batterielaufzeiten gezeigt. Kannst du uns sagen, was wir machen, wenn Patienten diese Batterielaufzeit überleben? Es gibt auch da bisher natürlich nur Tiermodellversuche, wo man gesehen hat, dass 3 problemlos in Herz passen. Ich habe sonst immer noch, das habe ich heute aus Zeitgründen geskippt, mal diese Folie gezeigt von unserer Patientenauswahl. Und wenn wir die wirklich um 12 Jahre, den Altersgipfel, verschieben, sind wir irgendwo mit einer Gausschen Verteilung mit dem Schwerpunkt bei 90, 95. Und ich glaube, also um es kurz zu machen, 2 Geräte ist sicher kein Problem, würde ich problemlos reinbauen. Im schlimmsten Fall kannst du das ja auch mit einem Transvenösen kombinieren. Man kann dieses Gerät abschalten. Das heißt, du kannst es komplett ausschalten, sodass das kein Problem sein sollte. Man sollte aber deswegen auch bei der Patientenauswahl sicherlich nicht den 40, 50-jährigen Patienten in den Vordergrund stellen.